So, hallo und herzlich willkommen noch einmal ganz kurz zum Live-Trading TV Zuhörers Markteröffnung auf dem Guidance-Stream von JFD Brokers. Ein Augenblick. Sehr schön, ich kann meine Stimme hören, ich kann ein ganz klares Bild sehen und demnach können wir auch gleich durchstarten mit, einer ganz interessanten Price-Action alles in allem. Also nur um das mal einzuordnen, wo wir gerade da rausgekommen sind, datentechnisch. Ich bereite gerade hier schon parallel mal einen Tab vor. Ich habe das noch gar nicht vorbereitet. So, die Inflationszahlen aus den USA sind über der Erwartung rausgekommen. Retail Sales über der Erwartung rausgekommen. US-Dollar infolgedessen stark angezogen. Dollar-Yen richtig abgezogen und zwar in Richtung der 115er Region. Im Hoch gehandelt worden fast bei 115. Ja. Sind jetzt aber wieder relativ deutlich unter Druck geraten, also es ist keine nachhaltige Bewegung. Ich ziehe mal kurz hier das Fenster rüber. Consumer prices in the US increased 2.5% year on year in January. Also das heißt, die Inflation, die Verbraucherpreise sind im Januar 2017 um 2,5% angestiegen. Und infolgedessen sind natürlich ganz zügig jetzt wieder Zinsspekulationen am Aufkeimen. Janet Yellen hatte gestern ja durchaus die Spekulation diesbezüglich so versucht, ein bisschen anzukurbeln. Eine Motivation, wie ich schon heute früh im Morning Meeting sagte, ist eventuell gewesen, dafür Sorge zu tragen, dass das Überraschungsmoment, sollte es tatsächlich eine Zinsanhebung im März geben, nicht zu hoch ist. Und diese Zahlen jetzt hier einmal zur US-Inflation und parallel eben auch zu den den Retail-Sales, also Einzelhandelsumsätzen, die bringen auf jeden Fall die Spekulation jetzt gerade auf fast 50%, zumindest bei Bloomberg. Wir können parallel nochmal Folgendes machen, das habe ich gar nicht gecheckt jetzt tatsächlich, sondern ich habe diese Zahl einfach von Twitter übernommen. Bei Bloomberg, wie gesagt, da war heute früh, nee, Moment, ich suche mich nicht selber, wie komme ich denn da drauf? Heute früher schon bereits gesagt, da gab es eine leichte Divergenz und Bloomberg hatte die Wahrscheinlichkeit bei etwa 30%, etwas drüber und die ist jetzt auf 40% angezogen. FedWatch-Tool habe ich gar nicht gedoublecheckt, aber auch hier signifikant angestiegen. Wir erinnern uns dran, heute früh, als wir uns das betrachtet haben, da lag die Wahrscheinlichkeit hier bei 17%, 17,7, also ist jetzt nochmal deutlicher angezogen. Das ist etwas, was wie gesagt sich dann in der Price Action auch im US-Dollar widerspiegelt. Ja, US-Dollar Index Future, der, wie gesagt, hier nochmal eine Beschleunigung der Bewegung, dieser Gegenbewegung auf der Oberseite zu sehen bekommen hat und jetzt unter Druck gerät. Also das heißt, er wird jetzt gerade abverkauft und schafft es nicht, dieses Momentum aufrechtzuerhalten, sondern, wie gesagt, gerät deutlicher wieder unter Druck. Euro-US-Dollar ist ja auch auf neue Tiefs vorgestoßen. Ich hatte das heute früher schon gesagt gehabt. Die Idee als solche ist vielleicht gar nicht so schlecht, gegen den Bereich um die 0,560, 0,565 die Short zu positionieren. Hoch gehandelt worden sind wir dort auf der 0,561, wenn ich das richtig im Blick hatte. Der Markt ist dann tatsächlich bis 0,522 durchgereicht worden und wird jetzt wieder zurückgekauft. Also das, was wir jetzt hier an Price Action sehen, auf diese Zahlen, das ist sehr, sehr interessant, denn eigentlich sind diese Zahlen etwas, was man gemeinhin dahin interpretieren kann, vielleicht sollte, dass die Fed für März eine erhöhte Wahrscheinlichkeit doch hat, den Zins anzuheben um 25 Basispunkte. Dass der US-Dollar darauf initial bullish reagiert, ist nachvollziehbar. Dass er jetzt darauf derart bearish reagiert, das erhöht die Chance, dass das jetzt vielleicht erstmal es mit der Gegenbewegung war und einen schärferen Abverkauf nach sich zieht, der dann gleichzeitig natürlich, besonders bei dem präferierten Währungspaar für diesen Fall, Dollar, japanischer Yen meinerseits, eventuell hier die Möglichkeit sich oder dass dich eine Möglichkeit bieten könnte, zeitnah hier auf eine Top-Bildung zu spekulieren. Das würde ich eher auf einer übergeordneten Zeitebene traden wollen. Das heißt also, wenn, gehe ich hier auf der Stundenbasis entsprechend und dafür wäre es erstmal nötig, denke mal, dass wir auch hier beginnen, eine Struktur dann fallen, noch hochfallender Tiefs zu etablieren. Also jetzt hier auf diese Bewegung einfach nur auf den Shortzug aufzuspringen, erachte ich als ein bisschen verfrüht, aber nichtsdestotrotz auf jeden Fall erwähnenswert, wenn man sich diese Performance des US-Dollars eben betrachtet. Parallel dazu war es so, dass der Dollar zum japanischen Yen eben hier eine relativ scharfe Aufwärtsbewegung zu sehen bekommen hat, offensichtlich erstmal initial und das war das, was dann sicherlich der ein oder andere noch als sehr, sehr überraschend empfunden haben dürfte, mich übrigens eingeschlossen, hat der DAX einfach mal eine ziemlich, kurz noch einen Blick, zart sein wenig,
So, hat der DAX einen ziemlichen Schlag bekommen. Also ist sehr, sehr deutlich hier nach unten gerutscht, hat deutlich, deutlich Fahrt auf der Unterseite aufgenommen. Und im Tief wurden wir gehandelt auf 11.720 Punkten. Also das heißt, wir haben ausgehend von den Tageshochs hier in der Spitze mehr als 100 Punkte verloren. Jetzt werden wir sehr aggressiv zurückgekauft. Die Reaktion, ich muss ganz ehrlich sagen, überrascht mich jetzt erstmal nicht unbedingt. Denn, wenn wir uns die Stunde betrachten, dann sehen wir, und das hatte ich auch in meiner technischen Betrachtung geschrieben, zwischen 700 und 730 sehe ich die alten Hochs und infolgedessen einen klassischen Long-Trigger. Also das heißt, dass da Käufer reinkommen, das überrascht nicht. Aber, und das ist etwas, was jetzt schon sehr, sehr interessant wird, und wir kommen gleich übrigens zum Dow Jones, denn der soll eigentlich der Hauptmarkt sein, den wir hier betrachten. Aber das, was wir jetzt derzeit eben hier auf breiter Front zu sehen bekommen, ist dann schon interessant. Und der Dow Jones, der ja den DAX sehr deutlich outperformt hat, wenn er austoppt, könnte dann hier das Zünglein an der Waage darstellen für den DAX. Also wenn wir uns nämlich mal hier betrachten, was der Markt ja begonnen hat ab diesen Tiefs, die er dort vor rund einer Woche, also letzte Woche Dienstag ausgebildet hat, angefangen hat, an solch einer Struktur steigender Hochs und steigender Tiefs auszubilden, die, wie gesagt, sehr zäh war und wenig von Dynamik geprägt, dann kann man hier in diesem Bereich durchaus in meinen Augen und absolut legitim eine Zwischenunterstützung sehen. Also das ist das Tief des gestrigen Handelstages. Das ist ein Trendsupport in meinen Augen, der jetzt hier unterbrochen ist. Also das bedeutet, durch diesen Stint ist diese nicht gebrochen, die Aufwärtsstruktur, aber sie ist zumindest unterbrochen auf der Stunde. Und nun ist es eben so, es ist alles gar kein Problem. Wie gesagt, wir triggern hier Long in dem Bereich. Wenn wir jetzt uns aufmachen, neue Hochs anzulaufen und die 8,40, 8,50 überwinden, das Jahreshochs ins Visier nehmen, dann blenden wir diesen dieses Zwischenspiel, denke ich jetzt einfach mal von gestern, dieses Zwischentief, dieses relative Tief, blenden wir einfach aus und dann ist gut. Und dann haben wir halt eine solche Struktur. Ja? Aber wenn der Markt es jetzt nicht schafft, diese Hochs anzulaufen und diese zu überwinden, zeitnah vor allem, bevor es dann hier nochmal vielleicht in diese Richtung 700, 730 geht und vielleicht sogar darunter, dann könnte es sein, dass das ein erstes Indiz dafür ist, dass es für den DAX zeitnah zumindest mal sehr, sehr schwierig werden dürfte, nochmal die 12.000er Marke, respektive erstmal die Jahreshochs anzulaufen. Also insofern, das stellt sich gerade sehr, sehr spannend dar. Und dann kommt natürlich hier ins Spiel, wenn ich mir den Dow Jones betrachte, nach oben sehr stark extensiert die Bewegung. Wir zeigen uns auch derzeit weiterhin erstmal relativ unbeeindruckt, ja, von den europäischen Märkten, auch vom DAX an der Stelle, der da eben kurz mal auf der Unterseite ein bisschen Price Action gesehen hat. Der Dow, der war mehr oder minder stabil, direkt im Bereich um 20.500 Punkten. Zeigt sich auch aktuell wirklich stabil im Sinne von, wir haben eine Open Range, die sich derzeit hier ausgebildet hat jetzt, zwischen 20.000 und 498 Punkten nach unten und 20.540 Punkten nach oben. Das ist eine Open Range von 42 Punkten, sieht zwar jetzt nicht besonders viel aus, oder sieht nicht nach 42 Punkten aus, das hat aber ein bisschen mit der Chart-Aggregation zu tun hier. Und ja, jetzt ist es nunmehr einfach so, Grundmodus ist weiterhin nach oben sehr stark extensiert. Ich persönlich tue mich weiterhin sehr, sehr schwer mit Long-Engagements. Sollte es jetzt hier zu einer Top-Bildung kommen, also beziehungsweise sollte der Markt jetzt hier eben nicht Top-Bildung im Sinne von, dass wir gleich einen Ausverkauf zu sehen bekommen, aber sollten wir jetzt hier keine höheren Hochs machen, sollte dem Dow so ein bisschen nach oben das Momentum ausgehen, dann fehlt natürlich auch für den DAX der potenzielle Treiber, den er dringend nötig hat, nochmal, denn wenn wir nicht schaffen, hier diese Hochs rauszunehmen, um 8,40, 8,50, also die heutigen Tageshochs, dann hat der Markt infolgedessen hier das Potenzial für eine mögliche, mindestens mal Unterbrechung, und wir gehen aus dem bullischen Modus, der sich hier seit letzter Woche eben etabliert hat, und der jetzt, also man muss sagen, er hat sich etabliert infolge des Bruches, der dort am Montag auf den Weg gebracht worden ist, dieses Trendsupports. Also bis dahin war das erstmal nichts anderes als eine Korrekturbewegung. Jetzt ist es ein bullischer Modus, nach dem Überwinden 37 bis 57. Bis 57. Jetzt ist es einfach schlichtweg dann so, dass infolgedessen natürlich hier für die Bullen es relativ schnell, zügig, ziemlich eng werden könnte. Nochmal, ich erwarte nicht den Ausverkauf par excellence, dafür brauchst du ein Trigger-Event, wie heute früher auch schon bereits gesagt, aber Fakt ist auf jeden Fall, dass die Price Action hier besonders für den DAX jetzt beginnt, schon interessant zu werden. Und sollten wir eben hier morgen vielleicht eine Möglichkeit bekommen, uns zu positionieren, im DAX Long oder Short wird es dann sein, um 9.02 Uhr findet das Event genau hier an dieser Stelle statt, dann könnte man sich jetzt schon vielleicht so ein bisschen zurechtlegen, dass man versucht, einen Bruch dieser Tiefs von heute zu antizipieren und somit einen Lauf im Dow Jones unter die
11.700er Marke. Erinnere man sich auch an dieser Stelle, und das ist vielleicht nochmal ganz abschließend zu erwähnen, erinnere man sich vielleicht auch daran, dass wir am Freitag kein Riesenevent haben, aber zumindest ein erwähnenswertes Event, nämlich den kleinen Verfall an der Eurex, und dass wir hier schon thematisiert hatten im Morning Meeting, dass ein relativ hohes Open Interest geschriebener Calls auf die 11.800er Marke vorzufinden ist. Was anders formuliert bedeutet, da gibt es ein recht stark ausgeprägtes Interesse, dass der Markt bis Freitag unterhalb dieses Levels notiert. Das heißt nicht, dass wir, wie gesagt, abverkauft werden, aber es scheint zumindest mal dadurch die Chance zu steigen, dass nach oben im Bereich um 11.800 Punkten vielleicht der Deckel drauf ist. Also dass man jetzt nicht hyperaggressiv sich long positioniert und darauf spekuliert wirklich, dass der Markt da solch eine Monster-Squeeze auf den Weg bringt. Die Wahrscheinlichkeit ist gegeben, das sei gemeinhin erwähnt, aber, und das hat sich eben jetzt auch in den letzten Tagen doch relativ deutlich gezeigt, das können wir jetzt hier sehen, so, ich schneide das mal aus, dann kann man das besser erkennen, weil das doch ein ziemlicher Wust an Zahlen ist. Man kann hier in diesem Intervall sehen, die 11.8 ist hier und hier ist die 6.181. Man sieht, es ist nicht riesig, also im Vergleich zum großen Verfall ist das wirklich verhältnismäßig gering, keine fünfstelligen Kontraktanzahlen, die man hier sehen kann, aber man kann eben doch sehen, und auch die 11.700er Marke eigentlich, sogar noch ein bisschen höheres Open Interest als eben beispielsweise hier die 11.8. Auch hier, wobei man sich vorstellen könnte, vielleicht sogar haben dort schon Absicherungsgeschäfte stattgefunden. Aber wir sehen, das ist eine relativ eng gestaffelt eben. Und infolgedessen kann man durchaus sagen, und wir sehen auch hier die 2.366 gehandelten Kontrakte gestern zum Beispiel, sind gefolgt dann von der 11.900er Marke, dass das Level mit dem höchsten gehandelten dem höchsten gehandelten Umsatz, kann man glaube ich so nicht sagen, aber die Anzahl der gehandelten Kontrakte auf diesem Level ist verhältnismäßig hoch, und das zeigt also, dass da durchaus der Deckel drauf sein könnte und dass man vielleicht jetzt hier infolgedessen nicht allzu viel erwarten sollte, besonders wie gesagt, wenn die US-Märkte eben beginnen so ein bisschen auszutoppen und der Dow Jones, auch wenn er sich da oben in diesem Bereich stabilisiert, dem scheint so ein bisschen die Luft auszugehen, infolgedessen, naja, man könnte es versuchen, ich will es aber nicht zu aggressiv handhaben wollen, ich würde da die Bestätigung sehen wollen, man könnte eine Short oder sicherlich legen auf die 4,98, allerdings nur so lange, wie der Markt jetzt keine neuen Hochs macht. Dann könnte man sicherlich nochmal drauf spekulieren, könnte darauf gehen, dass man sagt, vielleicht eine Korrekturbewegung traden bis in diesen Bereich hier, dieser Hochs, die wir dort am 13. ausgebildet haben, also am Montag, dass wir bis ungefähr in den Bereich 4,20, 4,30 vielleicht uns bewegen, dann kriegst du mit einem Risiko von 40 Punkten noch ein einigermaßen adäquates Chance-Risiko-Verhältnis. Aber alles in allem, wie gesagt, in dem Moment, wo wir jetzt gleich vielleicht neue Hochs machen, würde ich diese Order löschen. Ja. Und ja, das sei es meinerseits gewesen. Alles Weitere dann morgen im DAX Long oder Short 9.02 Uhr bzw. Morning Meeting 10.30 Uhr. Und bis dahin wünsche ich euch Happy Trading, passt auf die Stops auf und dann hören wir uns morgen. Ich freue mich drauf, habt euch wohl. Bis dann und tschüss.